Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Gate Enhanced Edition. So, die letzten zwei Folgen waren ja nicht so klasse. Oh, sie hat nur noch 19 Bolzen. Das ist schlecht. Aber sie hat noch ein Schwert. Sie hat noch gut. Sie hat auch noch gut. Ein bisschen nachladen hier. Ja, bei dir reicht noch locker. Wunderbar. Ich bin Wir klären das wieder nächste Gebiet auf. Sorry für den Löwen Fail gleich mit dem nicht halten Mikrofon, aber können. das ist, wenn man immer husten muss, sich dann mutet und dann vergisst, sich zu entmuten. So, wenn es hier Banditen gibt in dem Gebiet, dann nehmen wir noch einen Bogen mit für Emoin und ein paar Pfeile. Die haben ja oft mal Bögen und Pfeile. Das können wir nicht looten, oder? Nein, okay. Ah, vielleicht mache ich euch zur Belohnung eine Folge mit Überlänge. Was haltet ihr davon? Dann haue ich mir aber noch schnell einen Timer an, dass ich es nicht übertreibe. Wir sind nachher auf jeden Fall nach dem Gebiet hier nach Beregos zurück, um einige Bolzen zu kaufen für Imoin. Die verschießt sie jetzt wahnsinnig schnell mit der Armbrust natürlich. Aber ist recht praktisch. Also sie verteilt ja auch echt gut Schaden damit. Schauen wir uns hier natürlich ein bisschen um. Die Ecken wie immer zuerst, ihr kennt es ja. Schauen wir mal hier raus. Was geht hier ab? Ah, Farmländer. Okay. Ja, und natürlich der freundliche Arm. Von dem müssen wir auch mal noch hier rüber in diese Küstengebiete. Das hier ist übrigens Baldur's Tor, die Großstadt. Mit Leichtigkeit. Verletzt ist niemand, oder? Nein. Gut. Ja, was haben wir denn hier? Ein bisschen Geld. Das ist gut. Geld sage ich nie nein, nehme ich gerne mit. Mal immer schön die Map offen. Falls wir da in Feinde reinlaufen, gleich mal die Leertaste hämmern. Und dann kämpfen. Ich schätze mal, dass das Gebiet relativ Banditen überlaufen ist. Ich meine, wir sind ja auch in der Nähe von einem Banditenlager, also. Vielleicht sind ja auch wieder Unmengen Waldspinnen und Waldschrate. Oder irgendwelche Fässer. Das könnte natürlich auch eine Banditenfalle sein, ja? Also ich würde das ja machen. Ich würde wahrscheinlich von der Hauptstraße so ein paar Goldmünzen verteilen, bis ein bisschen tiefer in den Wald rein und dann aufgerissene Geldbeutel hinlegen. Und wenn dann niemand kommt und das Gold einsacken will, dann hagelt's Pfeile. Beruhigt euch, wir werden euch helfen. Sagt uns einfach, wer ihr seid. Ich heiße Vikonia. Ich stamme nicht aus dieser Gegend. Vielen Dank für eure Hilfe. Ja, bei was denn? Ich diene der flammenden Faust. Oh nein. Beiseite, Reisender. Ich gehöre zur flammenden Faust. Die Frau, der ihr Zuflucht gewährt, wird wegen Mordes der übelsten Art gesucht. Sie ist eine Drow und ihrer Schlechtigkeit besteht kein Zweifel. Drow sind, glaube ich, Dunkelelfen. Das ist gelogen. Ich habe nichts Schlechtes getan. Was habt ihr mit ihr vor, wenn ihr sie erstmal habt? Sie töten, was sonst? Auch wenn unser Ruf jetzt wieder nach unten geht, das kann und will ich nicht zulassen. Ihr begeht eine große Dummheit. Weil ihr einer Mörderin Schutz gewährt, verurteile ich euch zum Tode. Jetzt nur aus Interesse, bevor ich mit ihr spreche. Ja. Sie ist böse. Mit Leichtigkeit. Ich danke euch. Nee, nee, tut mir leid. Auf Wiedersehen. Ich bin gerade ein wenig erzürnt darüber. Aber unser Ruf ist nicht nach unten gegangen, oder? Hat wohl keiner mitbekommen. Okay. So. Die kriegt immer hin. Kann sie überhaupt tragen? Nein, kann sie nicht. Okay, dann weg damit. Ich dachte, wenn ihr die Bolzen ausgehen und sie auf Nahkampf wechselt, wäre vielleicht ein kleines Schild ganz nett, aber gut, dann halt nicht. Den und das hier verteilen wir mal hier so. Ja, das geben wir lieber mal in Minsk. Karl hätte es eh schon mit diesen paar Stofffetzen hier überlastet und mit dem Stock. Den Stock. Hier machen wir hier. Sie braucht auch noch eine Nahkampfwaffe. Nein!
Das war ein verfluchter Gegenstand. Ah, Düner hier, ich habe einen Fehler gemacht. Kannst du bitte... Hast du zufällig... Du hast kein Fluch brechen, oder? Verdammt. Furchtbannen. Nee. Aber ich kann meine Magie zerstören und Magie bannen hier reinpacken. Ah, blöd, hat sie vielleicht eine Fluchbrechen-Rolle dabei. Fluch der Torheit? Nein, hat sie nicht. Okay, wir haben eine, aus Versehen eine verfluchte Waffe. Es war übrigens ein Speer. Ja. Und nimmst du bitte? Sie kann nur noch den Speer benutzen. Ich bin bereit. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier weg. Und zwar zum Tempel. Ihr müsst diesen Fluch brechen, bitte. Das ist der Wendespeer. Der sorgt dafür, dass ihr auch Schaden bekommt, wenn sie ihn verwendet. Und das möchte ich nicht. Ich möchte den dann eigentlich verkaufen. Ihr dürft hier schon reingehen. Jawohl. Mit Leichtigkeit. Oh Gott, du hältst deine Schnauze. Was ist nur los mit dir? Fast, sprich nicht ab. Ich bin super mächtig. Fluch brechen. Oh, danke. Ja, das war jetzt natürlich sauber blöd. Und zurück. Und dann schauen wir uns natürlich weiter im Gebiet um. Sie hat zwar nicht mehr viele Bolzen, aber ich verlasse mich jetzt einfach mal drauf, dass da Räuber sind. Drücke ich der eine verfluchte Waffe in die Hand? Ich glaub's ja nicht. In Larswood waren wir, oder? Nein, wir waren in Peltwell. Kein Problem. Kreischlinge? Cool. Ich glaub's nicht, habe ich ihr wirklich eine verfluchte Waffe gegeben? Einmal rasten. Ja, mit Leichtigkeit. Ihr könnt jetzt nicht ruhen. Und Banditen. Umso besser, her mit euren Skalpen, her mit dem Bogen, her mit den Pfeilen. Und schön die Skalpe. Wunderbar. Okay. Gebt mal ein Emo hin. Genauso wie die Pfeile. Oh, das sind schon mal 1000 Gold. Ja, fast 1500. Ja, nur noch 10 Bolzen. Tausch gleich mal aus. Nimmst du für den Anfang mal diesen Kurzbogen hier. Noch ein Heiltrank, noch ein Skalp, hätte ich fast liegen lassen. Gut. Wird erledigt. Heiltrank kommt hier rein, Rolle nach da, Pfeile nach du. Wunderbar. Trotzdem müssen wir rasten, das hilft nichts. Bitte vergifte mir jetzt niemand. Doch, natürlich vergiftet sie mir niemand. Gift verlangsamen. Oh, Gift verlangsamen ist also Gift heilen, ne? Versuch Nummer 3. Wird erledigt. Jetzt hat's geklappt. Das wird der Drone nicht helfen sollen. Stört mich jetzt schon ein bisschen. Ja, mein Gott. Oh, ich bin wirklich nicht ein ganzer Herzen, bei der magische Pfeile? Nehme ich. Auch die normalen. Ist das ein Langbogen?
Das funktioniert nicht. Schau hier mal hin. Na, sag mal. Jetzt sterben sie aber wie die Fliegen. Lauter Kettenhemden, irgendwelche besonderen Pfeile. Aber ich glaube, wir kommen mit den normalen Pfeilen ganz gut zur Rande. Das reicht jetzt auch erstmal. Sie benutzt nachher wieder ihre Armbrust. Na, hier soll die hier bitte. Seht mal. Sie hat durch die Sagenkunde, kann ich die einfach so aufdecken. Ich bin bereit. Soll die bitte angucken. Mhm. Ja, die Räuberskalpe. Das ist einfach nur gut. So, Flint. Eine Abart von Borgen, oder? Oder eine Überart oder Unterart. Eine Art von Borgen. Okay. Ziemlich gutes Zeug droppen. Nee, nee. Ihr geht auf den hier. Hm? 120 Erfahrung. Also es sind Gegner, die sind noch im ganz angenehmen Bereich. So. Jetzt muss ich da mal wieder ihr Edelsteintäschchen voll machen. Leider keine Banditen. Wieso hat sie hier eigentlich eine normale Schleuder und eine Schleuder plus 1? Nehmen wir die Schleuder plus 1 bitte. Okay. Ja, wird erledigt. Na, von mir aus. Vielleicht haben wir die normale Schleuder mal irgendwo aufgehoben. Und noch eine Riesenspinne, aber eine giftige. Jemand vergiftet? Bisher noch nicht. Aber Kale braucht meinen Heal. No, damit können wir leben. Keiner vergiftet, ist gut. 450 Erfahrung ist auch gut. Vielleicht bleibt Imoin doch bei einem Bogen, oder? Ich meine, magische Pfeile gibt es dafür. Ich sehe aber auch keine magischen Bolzen oder so. Ich glaube, die Pfeile plus 1 oder so, soll ich die mal behalten? Ich behalte die mal. Wir besorgen ihr wieder einen Kurzbogen. Wir hatten ja einen plus 1, vielleicht finden wir noch einen besseren. Sie schießt mit der Armbrust zwar wahnsinnig schnell, aber sie gefällt mir einfach besser mit dem Bogen. Ich bin ja auch so ein alter Bogenfreund, ich mag das sehr. Hunde. Kampfhunde? Kampfhunde müssen von jemandem ausgebildet worden sein, oder? Das sind dann also nicht einfach irgendwelche streunenden Hunde, die gehören bestimmt zu irgendwelchen Banditen. Sind in der Mitte von der Map, oder? Ah, nee, wir sind schon recht am Rand. Das ist, Banditen. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr zuerst verlieren wollt. Eure Schwerter oder eure Köpfe. Diese Entscheidung wird entweder eure klügste oder eure letzte. Ja, bestimmt nicht. Auf geht's. Das sind ein paar viele. Sprich mal Schutz. Mich. Pfeile reicht erstmal. Nur wobei, da müssen wir später keine kaufen. Sie bleibt ja beim Bogen, haben wir beschlossen. Wird erledigt. Na, jetzt habe ich außerdem noch einen Bogen mitgenommen. Das wollte ich aber nicht. Weg damit. Hier darf auch gleich mal identifizieren. Kriegshammer plus 1, kann man verkaufen. Passt.
Sie hat auch die wertvollen Pfeile. Ja, hätte ich mir das Geld für die Armeesense sparen können, aber das macht nichts. Ich möchte sie gern wieder mit dem Bogen haben. Wir sehen ja, ob es noch einen Kurzbogen plus 1 gibt, zum Beispiel. Oh, warte mal. Wenn wir schon mal dabei sind. Du heißt einmal... Und du heißt einmal Khaled. Ja, sehr gut. Wer bist du? Hey, Stadtbewohner. Wieso um Latandas Willen geht ihr so weit von zu Hause weg? Wir sind eine Horde wilder Irrer. Wir sind Abenteurer. Ist das wahr? Ich hatte mal einen Onkel, der irgendwie selbst dachte, er wäre sowas wie ein Held. Er hatte ein Schwert, ein Schild, halt alles, was man so braucht. Aber der ist dann umgekommen. Er wollte mit seinem Kumpane irgendeine Bestie töten und dabei musste etwas mächtig schief gelaufen sein. Die Bestie hat wahrscheinlich gewusst, dass mein Onkel und seine Freunde unterwegs waren und hat ihnen eine Falle gestellt. Naja, wie auch immer, jedenfalls, er und seine Kumpels stapfen da durch die Wildnis und suchen nach dem Vieh und plötzlich, zack, bumm, springt die Bestie aus ihrem Versteck und reißt ihnen Arme und Beine aus. Mein Papa hat sich dann auf die Suche gemacht und von seinem Bruder nichts weiter als einen großen Haufen verrottendes Fleisch gefunden. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Habt ihr zufällig irgendeinen Ratschlag für uns? Oh ja, ich habe eine Menge Ratschläge für Abenteuer. Wenn ihr reich werden wollt, solltet ihr vielleicht am besten zu den Ruinen der Feuerweinbrücke gehen. Ja, genau, und dann werden wir da sterben. Und wenn ihr etwas losmachen wollt, könnt ihr euch doch den Räubern an der Küstenstraße etwas von dem Ärger zurückgeben, den sie dort ausgeteilt haben. Ja, da sind wir dabei. Das akzeptiere ich. Allerdings, jetzt sag mal, Spiel, hallo? Allerdings zur Brücke, nein. Ich will nicht wissen, was da alles lauert. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass es halt im Standard Baldur's Gate die größte Herausforderung ist. Außerdem wurden wir bereits gewarnt, dorthin zu gehen. Und der hier scheint mir eh so ein bisschen ein komischer Kauz zu sein. Deswegen höre ich da lieber auf den anderen und dem Wirtshaus, der gesagt hat, hey Leute, geht da nicht hin, wenn ihr nicht drauf gehen wollt. Das ist nichts für ungeübte Abenteuer. Ich meine, so ungeübt sind wir nicht mehr, aber wir sind mit Sicherheit auch nicht so gut ausgerüstet. Deswegen, nein. Ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen bessere Ausrüstung, dann gehen wir dahin. So. Ja, ich muss mich zwischendrin immer noch muten. Ihr hört es immer wieder an meiner Stimme. Die ist immer noch sehr, sehr belegt und bin immer noch ein bisschen krank. Das dauert jetzt schon Ewigkeiten. Aber danke, dass ihr trotzdem dran bleibt und danke, dass ihr mir das nicht übel nehmt. Ich lasse jetzt mal ein bisschen warten. Ich möchte nicht, dass Emoin wieder vorgeht. Mhm. Aber ich räusper mich natürlich auch ungern mitten im Let's Play. Ich meine, das ist ja wohl klar. Fände ich ja selber ganz furchtbar, wenn da einer sitzt und die ganze Zeit... Nee, solange ich noch reden kann, ist alles gut. Wenn mir die Stimme jetzt die Tage irgendwann mal ganz wegbleibt, dann heiliger Scheißdreck. Beitrag für Minsk. Ich bin bereit. Natürlich blöd, dass Minsk jetzt genau so stand, dass er das alles abbekommen hat. Du darfst mal schnell deine Hand auf Minsk legen. Na, Wahnsinn. Also wir gehen nach dem Spaß hier definitiv nach Beregos zurück und holen uns unsere Belohnung für die Räuberskalpe ab. Das ist ja der Hammer. Seht mal, wie viele. Nee, ihr bleibt hier. Meins. Wird erledigt. Das sind schon mal 2000 Gold. Du darfst wieder desinfizieren.
Erinnert euch an den Versprecher vor einiger Zeit? Gut. Schauen wir mal, was die Pfeile an Geld wert sind. Wenn sie gut was wert sind, dann verkaufen wir sie, ansonsten behalten wir sie für immerhin. Aber ja, wir sollten danach definitiv in die Stadt zurück. Ihr seht, unsere Truppe ist auch nicht mehr die fitteste gerade. Aber ich glaube, wir sind hier ganz gut. Vielleicht hier oben die Ecke noch. Hm? Ja, hier oben die Ecke noch. Dann ab nach Beregost. Einmal Nickerchen machen, Ausrüstung kaufen und verkaufen. Läuft uns einfach mal eine Spinne hinterher. Und dann du läufst weg. Genau. Ja. Ja, wir haben auch nochmal Gift verlangsamen, wenn es ist, also Gift heilen. Das ist wohl ein Übersetzungsfehler. Damit können wir auf jeden Fall Vergiftungen loswerden. Das ist super. Wir haben mittlerweile schon echt gut Zauber dabei und so. Aber ihr seht, eine Truppe ohne Magier oder Druide bzw. Kleriker. Schwierig. Ja, wir brauchen auf jeden Fall immer solche Leute. Okay. Da wir jetzt eh wieder gehen, nehmen wir das mal mit. Die 3 Gold können wir auf jeden Fall noch brauchen. Und auf Wiedersehen. Aber wir reisen, bevor wir ins Räuberlager reisen, nach Beregost zurück. Wird erledigt. Und von dort aus gehen wir erstmal in den brennenden Zauberer. Die Reise dauert 1 Tag und 8 Stunden. Ne? Wir waren jetzt echt lang unterwegs. Ihr solltet echt todmüde sein. Einmal Nickerchen machen, dass die Zauber wieder aufgefrischt sind und so. Dann in der Schmiede und so weiter alles verkaufen, was wir loshaben wollen. Und dann, wer bist du? Bist du nur ein Bürger oder was? Stadtschreier. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Keine Zeit. Mit so. Leichtigkeit. Ja, muss wieder um alle außen rumgehen. Wie wär's mit einem Whisky? Ich möchte gerne einmal wie ein Edelmann schlafen. Danke. So, da geht's uns wieder gut. Und genau, erst zur Schmiede, danach zum mit Windigen. Leichtigkeit. Denn da können wir die Räuberskalpe abgeben für 50 Goldstücke pro Stück. Und wir haben gut was dabei. Schmuck möchte der Schmied ja nicht kaufen. Aber wir können auch nochmal schnell zur großen Hecke rüberschauen dann, oder hohe Hecke. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen was Magisches, was wir gerne haben möchten. Wird erledigt. Wenn wir eh schon an Zeugel am Kaufen sind, dann machen wir das doch so. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Du, es reicht mir, wenn du mir den Scheiß hier abnimmst. Diese ganzen Roben darfst du ja auch haben. Die verfluchten Handschuhe darfst du auch gerne haben für 1 Gold, ja. Den Wendespeer. Bitte, bitte. Du möchtest, doch, die möchtest du haben. Die verkaufe ich dir auch. Ah, davon sind es aber 3. Davon sind es 2. Mhm. Immerhin, die Armeesense. Verkaufe ich zurück. Wir bleiben beim Bogen. So. Den verkaufe ich. Ja. Den Rest behalte ich für Emoin. Ja. Jetzt schauen wir mal. Emoin. Haben wir hier einen Kurzbogen plus 1 für dich? Oder halt irgendwas magischer Bogen? Ja. Wäre schon mal eine Sache. Nein, haben wir nicht. Es sei denn, ich habe ihm einen verkauft. Ah, seht ihr? Qualitätssachen. Qualitätssachen sind super. Nee, da ist nichts dabei. Okay, dann schauen wir mal, ob vielleicht der Magier noch was für uns zu verkaufen hat. Kein Problem. Aber erst holen wir unser Kopfgeld für die Banditen-Dinger ab. Bevor es dann ins Banditenlager geht. Da kriegen wir eh noch ein paar. Das passt dann schon.
So, wey, wo bist du? Bist du das? Björn, ja, nee, bist du? Kein Problem. Ja? Hat's mir ganz schön gegeben, dieser Halbogre. Eine Gruppe von ihnen rottet sich in den Bergen südwestlich von hier zusammen. Wenn ihr etwas für etwas Gerechtigkeit sorgen könntet, würde das meinem Stolz gut tun. Ah, warte mal. Südwestlich von hier müsste ich alles erledigt haben. Ich glaube, es ist ein K.O., oder? Habe ich die Ogre schon kaputt gemacht? Da steht Wei. Ja. Gute Arbeit. Die Kunde von eurem Kampf ist bis zu mir vorgedrungen. Lasst mich euch diesen Schild übergeben, in der Hoffnung, solche Taten der Gerechtigkeit zu ermutigen. Die Schwertküste bräuchte mehr Helden wie euch. Danke. Mittlerer Schild? Ah, aber ein besonderer mittlerer Schild. Mittlerer Schild plus 1. Der geht an dich. Das ist nämlich noch ein normalen mittleren Schild, gell? Ja. Sehr gut. Wird erledigt. Ja, wo ist jetzt Wei hin? Da steht sie. Nee, Söldner der flammenden Faust. Du, ich suche übrigens deine Chefin, ja? Vielleicht oben. Mit Leichtigkeit. Wei, hallo? Mann, hier ist nur ein Typ namens Ugi Visham. Hey, Ugi. Ja? Er ist immer noch da unten? Wen meint ihr? Diesen Bjornin. Ich fühle mir, wie ich ansteige. Das ist ein Paladin, wisst ihr? Die sind nicht richtig im Kopf. Die sehen einen nur an und man ist abgestempelt. Da haben sie doch gar kein Recht zu. Ich weiß, was ihr meint. Ganz schön arrogant von ihnen. Genau, wie sie einen nur ansehen. Ich gehe jedenfalls nicht darunter, bis er weg ist. Hat er euch bedroht? Ja, nein. Aber ich weiß, dass er wegen mir hier ist. Warum sollte er denn sonst hier unten sein? Klar, er sagt zwar, dass er sich ausruht mit den Einmärschen plaudert. Ich weiß einfach, dass er wegen mir hier ist. Also ich bleibe jedenfalls hier oben, bis er weg ist. Ich könnte ihm sagen, dass er euch nicht länger belästigen soll. Nein! Ich meine, nein, dann wüsste er ja, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich hier oben bin und weiß, dass er weiß. Er darf es auf keinen Fall wissen, wisst ihr? Ihr seid ziemlich komisch, oder? Laut neuesten Erkenntnissen ist ein Käfig voller Affen nicht nur halb so lustig, wie bisher behauptet, sondern auch einfach grässlich. Okay. Ja, kein Problem. Auf Wiedersehen. So. Wir drücken mal Tab. Söldner der flammenden Faust. Jetzt muss mir nur einer sagen, da die Söldner der flammenden Faust noch hier sind, gehe ich davon aus, dass Wei auch noch hier ist. Aber wo ist sie? Ich würde gerne... Da. Ich sehe schon, wie fleißig ihr wart. Oh, danke. Mhm. 2300 Gold. Vielen Dank. Ich bin bereit. Wird erledigt. Okay. Also ein ganz, ganz verrückter Typ. Da oben in dem Zimmer. Macht uns aber nichts aus, wir gehen zur Hohen Hecke. Und hoffen, dass uns jetzt nichts auf dem Weg dahin stört. Wir behalten mal die Map wie immer im Auge. Denn ich möchte nur schauen, ob vielleicht hat er noch einen magischen Kurzbogen oder sowas. Das kann ja sein. Wenn dem so ist, wäre das natürlich gut. Und die Pfeile, die heben uns auf für heftige Gegner. Ja, dann packen wir da unsere magischen Pfeile rein. Ich meine, wir kriegen ja jetzt gut welche raus. Wegen 3-4 Pfeilen hätte ich die nicht aufgehoben. Aber jetzt bei den Räubern geht ja gut was. Mit Leichtigkeit. Ich grüße dich erneut, mein Freund. Warum wohne ich? Zeig mal, was du hast. Also du hast auf jeden Fall schon mal Feuerkugeln und allen Käse. Ja, einfach nur gut. Aber du hast keine Waffen, gell? Naja, doch. Was macht die denn eigentlich? Mhm. Kurzbogen plus 1. Ihm habe ich den verkauft. Der wird gekauft für Emoin.
Und jetzt schauen wir, was ich ihm noch andrehen kann. Das hier gerne. Und, oh ja. Wenn du das alles haben möchtest, darfst du das natürlich alles haben. ...1600 habe ich bezahlt. Ich hoffe, ich kriege 1600 wieder rein. Ich glaube es zwar nicht. Aber noch sind wir nicht fertig. Wir haben hier nämlich noch den hier. Den verkaufe ich ihm auch, den Stab der magischen Geschosse. Wir können ja magische Geschosse zaubern. Ich meine, damit können wir sie zwar öfters werfen, aber ich glaube nicht, dass wir den jetzt unbedingt brauchen. Doch, doch. Formbestand zu Fleisch behalten wir. Den können wir auch zaubern. Alles, was wir zaubern können, wird verkauft. Und ich glaube, ich habe unser ausgegebenes Geld wieder drin. Wunderbar. Emoin. Schau mal, was ich für dich habe. Den schmeiß einfach hier auf den Boden. Die auch. Und rüste mal schön Pfeile aus. Und du gib ihr die besonderen Pfeile. Wir müssen nur aufpassen, dass sie die nicht reinlädt, wenn sie keine Munition mehr hat. Aber Pfeile mit geht. Gut. Lasst uns gehen. Wie gesagt, die Folge bekommt eh Überlänge zur Belohnung. Jetzt machen wir... Das eine Gebiet haben wir schon fertig. Das heißt, wir gehen gleich ins Räuberlager rüber. Das wird unser Ziel. Und schauen wir mal, ob wir Tatzok finden. Der alte Schweinehund. Ich will wissen, mit wem der zusammenarbeitet und warum er das alles tut. Ich meine, der hat uns ein paar Attentäter auf den Hals geschickt. Da ist auch ein rechtschaffend guter Paladin. Irgendwann mal so ein bisschen narrisch. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ja, mit Leichtigkeit. Wunderbar. Warum hier 32 und da 28? Muss ich nicht verstehen, macht aber nichts. Tja, wir haben das Räuberlager wohl entdeckt. Wird erledigt. Ist irgendjemand müde? Muss irgendjemand schlafen? Nein? Gut. Quick Save. Von der Seite kamen wir zwar, ich schaue trotzdem nochmal nach. Hier ist nichts. Mit Leichtigkeit. Nach Norden. Auch nichts. Mit Leichtigkeit. Vielleicht noch nach Westen. Hier mittendrin ist wohl das Lager. Wir umstreifen das lieber einmal. Wir auf eure Taten stolz. Halt die Klappe, du Idiot! Wir steifen hier um Räuberlager rum und er sagt mir, wie stolz mein Ziehvater darauf wäre, dass ich hier mein Leben riskiere, mit einem feigen Halbelf mit einem großen Schild durch den Wald zu ziehen. Gute Idee. Halt bloß die Klappe, du. Sag's dir. Okay, verteilt euch jetzt bitte nicht zu sehr. Safe. Ja, das war mir nämlich klar. Hier wird alles voller Räuber sein. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Wer bist du denn? Er hat auf jeden Fall meinen Namen, heißt er, ist wichtig. Pfeile nehme ich mal mit. Da müssen wir schon keine kaufen. Oh, was? Brachtanisch, glaubst du ja nicht. Tränke und sonst irgendwas. Wahnsinn. Das ist
das sind verdammt viele. Wir kümmern uns gleich um Minsk. Minsk. Handauflegung. So hält sich das wieder in Grenzen. Die Pfeile nehme ich auch mal mit. Mit Räuberskalpe, aber ohne Ende. Okay, bevor wir uns jetzt hier weiter in den Wahnsinn begeben, wird erstmal das identifiziert, was er dabei hatte. Und dann macht Emuin sich hier mal auf eine kleine Diebestour. Du kriegst das, du kriegst das. Prunkanisch. Rüstungsklasse 1, 4 gegen Klingenwaffen, 3 gegen Stichwaffen, Gewicht 70. Was war das? Rüstungsklasse 1, gell? Was ist das hier? Rüstungsklasse 1. Ja, ich behalte den hier. Aber du hast ja langsam auch mal ein Prachthanisch verdient, oder? Und dafür gibst du Minsk den Platten. Dings, weil du kannst nämlich gar nichts tragen. Was wollt ihr? Okay, ich hab genug davon. Im Wald fühle ich mich wesentlich wohler. Das denke ich mir. Hm? Kein Problem. Jetzt zieht mal mit. Ich hab genug davon. Sie müsste im Schlossknacken mittlerweile gut genug sein. Noch ein Kurzschwert, ein magisches. Von Räubern klauen ist kein Clown. Das sieht Redan übrigens genauso, deswegen ist es vollkommen ja, okay. Wird erledigt. Apropos. Identifizieren. Jetzt haben wir plus 1. Wir haben keinen Identifizieren-Zauber mehr, aber das Schild wird nachher noch identifiziert. Am Ende ist es ein plus 2. Mal sehen. Hm? Ich habe schon wieder ein paar Stacks Pfeile für dich, ja. Den kannst du ihr geben. Sie hat die richtige Tasche dafür. Hast du auch noch was? Du hast noch Edelsteine für sie. Und Tränke. Was sind denn das für Tränke? Feuer-Odem. Okay. Schiffdeule hier rein. Die kannst du wegschmeißen. Den wollt ihr nicht? Okay. Das gibt sie nachher ihr mal. Und sie packt die Edelsteine hier rein. So. Gut. Ja, kein Problem. Alle weiter, Emuin. Mich kümmert's nicht. Ich hab genug davon. Noch ein Stab. Die Banditen vertrauen sich wohl gegenseitig nicht. Noch ein magischer Schild. Wurfdolche, die brauchen wir nicht. Vielleicht mache ich unseren bösen Charakter mit Wurfwaffen oder einen mit Wurfwaffen, so Wurfpfeile, Wurfdolche, sowas. Aber immerhin, du dürftest jetzt schon gut bepackt sein, oder? Nein, das geht sogar noch, okay. Ich bin bereit, wird erledigt. Wir schauen uns weiter um. Gute Ausbeute bisher, würde ich sagen. Was hier unten ist, weiß ich gar nicht. Das wird auf jeden Fall noch aufgedeckt, bevor wir. Oh, Düner hier. Natürlich wieder ganz vorne. Ich habe nicht aufgepasst. Aber alles gut. Weiter. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Na, die haben Skalpe dabei. Das lohnt sich ja fast schon. Nicht mit ganzem Herzen.
Und machen jetzt hier erstmal alles clean. Ja, auch, dass von hier oben keiner mehr reinspaziert kommt. Sollte sich da noch irgendwas befinden. Du hast bestimmt einen Namen. Für die Gerechtigkeit. Gut. Mit Leichtigkeit. Steht hier noch wer? Aber ich kann überall in die Zelte rein. Okay, das wird eine sehr, sehr lange Folge. Ich versuche jetzt sogar tatsächlich einmal zu rasten. Verrückt, wie es ist. Was hat geklappt? Sehr gut. Was wollt ihr? Ich hab genug. Immerhin, mach die Runde. Wenn es was zu knacken gibt, knack's. Trank, nimmst du mit. Trank, nimmst du mit. Alles, was irgendwie von Wert sein könnte, wird eingesackt. Wir überlassen hier nichts den Banditen. Hahaha, halt, die hätte ich fast übersehen. Verschlossen. Mach auf. Langschwert. Normale Langschwerter und so interessieren uns nicht mehr. Magisches Zeug, ja. Ja, 100%. Ich wollte gerade sagen, es ist 100%ig verschlossen. Heiltränke, Gold. Auch verschlossen. Sie hat sich über die Reise sehr verbessert mit ihrem Schlösserknacken und so, oder? Hat sich mittlerweile zu einer richtig anständigen Diebin gemacht. Redan musste aber eigentlich nur grinsen, weil er ist mit ihr aufgewachsen und der ist der Meinung, sie war schon immer eine anständige Diebin. Nur haben ihr die Fähigkeiten wohl noch gefehlt. Aber er ist ja in dem Fall nicht böse. Sie klaut ja eh nur geklautes Zeug. Deswegen ist es in seinen Augen auch vollkommen in Ordnung, das zu tun. Ich bin bereit. Gut, wir gehen als erstes mal hier rein. Sterbt. Ah, hier gibt es echt wirklich viel zu looten. Der Hammer. Einfach der Hammer. Das nehme ich mit. Okay. Immerhin macht gleich wieder selber die Runde. Und sagt den anderen, hey Jungs, ich mach das schon. Ihr könnt eh keine Schlösser knacken. So, nachdem sie jetzt einmal quer durchs Lager gegangen ist und all dieses Zeug hier gesammelt hat, verteilt sie das jetzt erstmal an alle, dass sie wissen, was sie zu tragen haben. Heiltränke, Dünner hier, dass du auch mal 5 Stück hast. Der kommt hier rein. Minsk hat gut Platz, dem kann ich noch Zeug andrehen, so viel ich will. Tränke, die schauen wir uns alle später an. Ein Stab. Ich gehe trotzdem mal kurz rüber. Vielleicht hat sie ja schon so viel Wissen, dass sie das schon auf der Kurzschwert plus 1. Stab nein und das Schild auch nein. Okay. Aber auch ein Kurzschwert plus 1, das kann man auch wieder gut verkaufen. Er ist mit seiner Rüstung schon überlastet, also wirklich. Kalit. Wird erledigt. Wird erledigt. Dann geht's gleich weiter. Halt die Klappe. Ich glaube, er wollte erst mit uns reden, aber wir reden nicht mit Banditen. Mich kümmert's, denn ich verschwinde jetzt. Wir nehmen komplettes Lager auseinander und Tatzok ist mit Sicherheit im Hauptzelt. Erstmal töten wir seine ganzen Leute und dann bin ich bereit, ein kleines Pläuschen mit ihm zu führen. Okay. Wenn es plus 1 gewesen wäre, hätte ich es vielleicht mitgenommen, aber... Nein. Gut. Ja, kein Problem. Wird erledigt. Wir schauen hier nochmal kurz nach unten, bevor wir die anderen Zelte untersuchen. Ich glaube, so viel gibt es nämlich gar nicht mehr.
Aber ich will wissen, wer sich hier noch rumtreibt. Ah, Ruinen, seht ihr? Ich habe absolut keinen Elan, dass mir irgendwelche Räuber in den Rücken fallen, wenn ich mit Tadzok am Reden bin. Das wird nämlich ein sehr intensives Gespräch. Sage ich jetzt mal so. Vor allem, ich glaube, er handelt da nicht in eigenem Interesse. Das sind Söldnerbanden, wie schon gesagt. Also, irgendjemand hat sie angeheuert. Und dann wollen wir doch mal nachschauen, wer das war, warum und was hier eigentlich so abgeht. Aber vorher ganzes Außengelände noch klären. Die Zeit haben wir ja noch. Bären. Okay. Außen gar keine Wachposten. Also ich hätte bestimmt auch außen im Wald noch ein paar Leute. Die hätte ich nicht alle nur in dem Lager drin. Und so, ja, hier traut sich eh keiner rein. Doch, doch. Hier traut sich jemand rein. Und ich hätte außen noch welche. Dass der Kampfeslärm, wenn die außen schon mal angegriffen werden oder außen schon mal kämpfen, lockt der Kampflärm das ganze Lager an, beziehungsweise das Lager kann auch befestigt werden und so weiter und schon könnten sie gar nichts tun. Und sobald das einmal passiert wäre, wird das Lager verlegt. Aber hier außen ist wirklich ruhig, hier sind keine Gegner, hier ist gar nichts. Da vorne ist eine Ruine, ja. Einmal quicksaven. So. Hier ist nichts, wirklich gar nichts. Tatsache. Hier ist einfach nichts. Okay. Ah, da kann man ja auch noch rein. Da noch rein. Man kann hier wirklich in jedes Zelt rein, oder? Außer in... Doch, in das auch. In das nicht. Oder? Nee, in das glaube ich nicht. Ich sehe hier zumindest mal kein Eingangssymbol. Aber okay, dann gehen wir wirklich in jedes Zelt rein hier. Kein Problem. Waren wir da schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Immerhin. Ich hab genug davon. Ich glaube, das wertvollste Zeug ist immer hier drin. Was ist das? Feuerball? Feuerball. Ja, nice. Feuerball ist ein wirklich grandioser Zauber. Der wird auch sofort Dünner hier übergeben. Grad 3, Zauber lernen. Und gleich mal im Grad 3 Zauberbuch zweimal Feuerball rein. Ich bin wird erledigt. Da muss man nur ein bisschen aufpassen. Das ist ein Flächenzauber, also der macht Flächenschaden. Und kann echt übel werden. Habe ich das geplündert? Nein, habe ich nicht. Seht ihr? Was wollt ihr? Hier lang! Tja, jemand freut sich. Pfeile. Nochmal dran. Und rein. Kein Problem. Keiner da? Erledigt. Ja? Ich hab genug davon. Ich bin mir fast sicher, das ist verschlossen, oder? Ja. Noch ein Heiltrank, wie immer gerne. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Noch ein magischer Ring. Gold. Ja, kein Problem. Mit Leichtigkeit. Und hier rein.
Das müsste ich alles gemacht haben, aber ich kontrolliere gleich nochmal. Dann habe ich ihm gegen seinen Kopf keine Problem. Ich mag euch nicht, ganz und gar nicht. Euer Aussehen gefällt mir auch nicht, aber immer noch besser als ein ganz zermatschtes Gesicht, oder? Was ihr mögt oder nicht, ist kaum meine Sorge. Ich möchte etwas über diesen Ort erfahren. Seht zu, dass ihr hier wegkommt. Ich habe doch schon mal gesagt, dass ich euch nicht mag. Und das wird sich in näherer Zukunft auch nicht ändern. Dann habe ich ihm gegen seinen Kopf dreht, dann bist du tot, oder? Mich kümmert's nicht. Ich hab. Naja, er ist uns friedfertig gegenüber. Ich werde ihn nicht töten. Außerdem, alte Heerführer, Weisheit, einer soll am Leben bleiben, um die Geschichte zu erzählen. Ich bin bereit. Nehmen wir auf die Hand. Na gut. Knott hat sich anders entschieden. Kein Problem. Ja, mit Leichtigkeit. Gut, Knott, dein Skalp bringt mir Geld, aber. Das war mir jetzt kein Vergnügen. Aber wir haben ihn nicht angegriffen. Wir sind hier, um seinen Anführer zu töten. Und jeder, der sich ergibt, der soll sich ergeben. Das ist okay. Denn ich verschwinde jetzt. Ja, das habe ich schon gemacht. So, wir schauen, gibt es hier noch einen Eingang? Nee, gell? Nein. Mit Leichtigkeit. Haben wir die ganze Gruppe vereint? Jawohl. Hier geht es ja, glaube ich, auch nirgendwo rein. Also. Leute. Eigentlich sollte ich das in der nächsten Folge machen. Damit ihr einen Grund habt, wieder einzuschalten. Aber ich hoffe, den habt ihr auch so. Wir werden quicksaven. Und als kleine Entschädigung dafür, dass ich das letzte Mal das Mikro vergessen habe und so, gehen wir jetzt da rein. Und erledigen das noch. Tut mir leid, mein Freund. Aber du wirst dir wohl gleich... Mir egal, wer ihr seid. Wer einen Schritt in Tatsuks Zelt setzt, wird seinen Kopf, wird ein Kopf kürzer gemacht. Dann holt mich... Oh, wir sind hier auf Tatsuks Befehl, nein. Dann holt mich, denn ich beabsichtige nicht umzudrehen. Ihr seid tot, ihr Würmer. Nein, sie sind nicht. Bin da hier? Ja? Imoin? Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Du... Ja? Oh, ich bin... Das dachte ich mir. Sie ist nicht betroffen, hoffe ich. Furcht bannen, und zwar dahin. Ja? Töte den Zauberer als erstes. Ganz wichtig. Für die Gerechtigkeit. Ich bin bereit. Für die Gerechtigkeit. Ja, sie kämpft mit der flammenden Waffe vorne mit. Okay, wir verteilen erstmal. Robe trägst du. Noch lauter Schriftrollen. Der kann weg. Oder was bist du? Komposit-Langbogen. Brauche ich nicht. Gut. Sie packt die Schriftrollen mal alle hier rein. Was haben wir denn hier? Zauberstoß. Nehmen wir doch. Sie hat noch einen Ring. Der ist allerdings zum Identifizieren, deswegen kommt er nicht in das Täschchen. Ich möchte nämlich wissen, was das für einer ist. Ja, dass das hier alles seine Richtigkeit hat. Hier ist auch noch ein Heiltrank. Die geht auch noch zu dir, dass du dir die anguckst. Was ist das? Pfeile für dich. Für unseren Redan. Du kannst eh nichts tragen, du Schwächling. Bei Minsk sieht noch gut aus. Der kann noch. Das normale Schild, der schmeißt weg. Gut.
Das sind auch noch Pfeile, die man anschauen müsste. Gut. Eispfeil. Säurepfeil. Und Pfeil. Das ist einfach nur Pfeil. Aber es ist ein magischer Pfeil. Den muss man halt noch identifizieren. Okay, dann bleibt er bei ihr. Die anderen kommen zu dir. Das kommt hier rein. Das kommt da rein. Mittlerer Schild plus 1, okay. Der Eridon. Der Träger sieht aus wie ein Zombie. Nein. Nein. Das machen wir nicht. Okay. Ich bin da mit Leichtigkeit. Dann gibt's auch was zu plündern. Und du machst überhaupt keinen Zucker, ich sag's dir. Lady. Langbogen. Okay. 410 Gold. Wir plündern hier erstmal alles. Und ihr haltet sie fest. Dass sie sich ja nicht von hier wegbewegt. Wir unterhalten uns dann gleich. Mich kümmert's nicht, denn ich verschwinde jetzt. Ich brauche dringend die Hilfe eines Heilers. Okay. Molahey und Tazuk haben sich als bloße Marionetten erwiesen. Der wahre Drahtzieher dieses langsam Gestalt annehmenden Geheimnisses ist euch immer noch unbekannt. Eines ist jedoch gewiss, jemand hegt den ganz persönlichen Wunsch, euch tot zu sehen. Doch ihr wisst nicht warum. Eure Suche nach Antworten geht weiter und der unheilverkündende Mantelwald ist euer nächstes Ziel. Tja, da wurden wir schon ein bisschen gespoilert, da haben sie mich noch gar nicht gelesen. Oh Mann. Also. Gibt's hier viel Dünner hier. Sie ist tot. Irgendjemand muss ihr Zeug schleppen. Das macht Minsk, aber jetzt erstmal. Minsk, nimm dies. Und dies. Und was ist das hier? Schutzamulett der Beschützer. Ja, ist was. Kann er nicht tragen? Okay. Minsk. Du kannst es tragen. Ja, dann sollst du... Das ist doch eine bessere Rüstungsklasse. Ne, fast so gut wie Minsk, aber besser als... ja, das passt. Okay, egal. Minsk, nimm. Nimm. Oh Gott. Ich muss das alles mitnehmen. Denn das ist dünner hier, das Zeug. Ja, ihr habt schon wieder gehört, da schlägt der Husten schon wieder zu. Aber das war absolut mein Fehler. Ich habe einfach die Kiste geöffnet, obwohl ich nicht nach Fallen gesucht habe. Also, wie gesagt, mein Fehler. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Oh Gott, oh Gott. Ich muss das, das ist so viel Scheiß. Wie sieht es bei mir aus? Ah, bei mir sieht es auch noch gut aus. Okay. Dann das, 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 da, das, da, das, da, das hier. Wie schaut's aus? Gewicht passt. Minsk. Puh, Minsk grinst. Okay. Hm? Jetzt hat. Lesen wir doch mal die Briefe, oder? Tazok, ich hoffe, die Dinge verlaufen ganz nach eurem Wunsch. Ich schreibe euch, um die Anweisung von unserem Vorgesetzten weiterzuleiten. Mir wurde gesagt, dass es jemanden gibt, der dem Eisenthron in Zukunft Schwierigkeiten bereiten könnte. Ihr solltet dafür sorgen, dass dieser jemand seine Möglichkeit erhält, euren Unterfangen zu keine Möglichkeit erhält, euer Unterfangen zu vereiteln.
sichert euch den Dienst des Mörders Nimbul. Ihr werdet es nicht bereuen. Da war Orn. Was haben wir hier? Tatsache, ich habe festgestellt, dass sich eure Eisenlieferungen letzte Zeit verzögern. Wir benötigen dringend eine weitere Ladung Eisenerz. Verstärkt eure Überfälle und liefert innerhalb der nächsten Wochen an unseren Stützpunkt im Mantelwald. Bevor wir unser Ultimatum stellen, müssen wir einen möglichst großen Vorrat an Eisenerz anlegen. Außerdem möchte Sarevok wissen, was mit dieser Person geschehen ist. Wurde sie getötet? Ihr tätet gut daran, sicherzustellen, dass dies geschehen ist, denn Sarevok würde sich nur ungern gegenteilige Nachrichten hören. Das ist ein schwerer Name. Davören. Irgendwie so. Okay. Ja, mit Leichtigkeit. Ist hier noch ein Banditenskype oder sowas? Nein. Mit Leichtigkeit. Gut, liebe Freunde. Wir verlassen das Gebiet. Und das werde ich noch oft machen. Ich gehe zum Tempel und belebe die gute Frau wieder. Ihr wisst Bescheid. Wenn es dann soweit ist, dann sehen wir uns in Beregost wieder. Und von da aus schauen wir, wo denn die Reise dann hingeht. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen. Bisher war das Gebiet eigentlich relativ ruhig. Aber Tatsog war nicht mal anwesend. Natürlich werden wir angegriffen. Ich bin bereit. Ich trinke gleich noch einen, wenn's geht. Und mach Handauflegung auf dich selbst. Was ist denn mit ihr? Ist keine Munition mehr, oder? Vergiftet. Ja, einer hat moralisches Versagen. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Keine Banditenskalpe, aber komm her. Auf eben. Und natürlich hat er sie nochmal vergiftet, also jetzt reicht's dann aber, gell? Ha! Okay, Leute. Mit diesem Überfall hier verabschiede ich mich. Wir sehen uns zur nächsten Folge Baldur's Gate Enhanced Edition in Beregost. Bis dann!